Er shootet mit den großen Stars in Hollywood. Die ist sowas von unfreundlich und unhöflich und die hat auch keine gute Kritik. Das war ein schlechtes Shooting. Mehr gehen wir da, glaube ich, nicht drauf ein. Oder kann man schon machen. Und übernimmt spontan das große Germany's Next Topmodel-Finale. Live vor einem Millionenpublikum. Ich glaube, es war ganz okay. Ich glaube, die Leute waren noch ganz zufrieden, schätze ich mal. Wir treffen Starfotograf Christian Anwander im Soho House in Berlin zum exklusiven Interview. Wer sich fragt, warum der 36-Jährige in der Badewanne sitzt, das war seine Idee. Was ist das für ein Typ, Mensch? Naja, ist ja gemütlich, ne? Sehr heiß. Eieiei, das ist eine heiße Falle hier. Da muss ich mich erst ein bisschen akklimatisieren, ja. Falls irgendwer von euch das einmal nachahnen, ahmen möchte, ich empfehle eine kühle Badewanne. Christian Anwander wächst in Bregenz am Bodensee auf, will schon immer Fotograf werden und macht in Wien sogar eine klassische Ausbildung. Einen Tag nach seinem 21. Geburtstag zieht er nach New York. Ich war noch nie da. Ich habe einfach meinen Koffer gepackt und bin da rübergeflogen. Die Folge, das erste Jahr wohnt er mit 13 Musikern und einigen Ratten in einer WG. Jahre später lernt er in New York auch seine Freundin, eine Wiener Produktdesignerin, kennen, pendelt mit ihr und der gemeinsamen einjährigen Tochter zwischen seinem Haus in Brooklyn und einer Hütte in seiner Heimat Vorarlberg in Österreich. Was man sonst noch über den 36-Jährigen wissen sollte? Ich habe ja auch mal kurzzeitig einen Würsteltruck eröffnet, weil ich gedacht habe, es ist ganz geil. Aber das war dann doch nicht so der Renner. Jetzt steht der Würstelstand, jetzt ist er vermietet. Mittlerweile träumt Christian Anwander heimlich von einem Nachtclub. Sein Hauptfokus bleibt aber bei der Fotografie. Schließlich hat er sich seinen Status in den USA und Europa ja auch hart erarbeitet. Vor 15 Jahren startet der Österreicher als dritter Assistent. Heute hat Christian Anwander Megastars wie Stranger Things Darsteller David Harbour, Schauspielerin Zoe Kravitz und Daft Punk vor der Linse. Am liebsten eigentlich, wenn es geht. Die Leute in deren Umfeld fotografiert, das wird aber nicht oft zugelassen. Seine Aufnahmen mit Pierce Brosnan gehören zu den Ausnahmen. Mit dem Ex-James-Bond-Schauspieler shootet Christian Anwander in Malibu über 6 Stunden. Doch der Fotograf erinnert sich längst nicht gern an all seine Jobs. Es gab genau genommen genau nur ein richtig schlechtes Shooting. Und das war die Nicki Minaj. Ich bin auf so einem Rollstuhl gekommen, bin zu ihm hergerollt, damit ich schneller bin. Und irgendwie hätte das nicht passt. Und dann hat sie behauptet, wir haben das Licht verändert. Das Shooting 2013 endet, bevor es wirklich angefangen hat. Doch statt sich zu ärgern, träumt der 36-Jährige lieber von einem Cover mit Christoph Waltz oder Matthew McConaughey. Garantiert vor seiner Linse landen übrigens die diesjährigen Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen. Immerhin ist der Starfotograf ja auch seit 2015 dabei. Letztes Jahr übernimmt Anwander kurzerhand sogar eine Elimination in Los Angeles, als ein Parasit Heidi Klum außer Gefecht setzt. Ich bin quasi heute Heidi und Christian gemeinsam. Oh oh. Und weil er das so gut macht, erfährt der Wahlamerikaner kurze Zeit später bei einem Spaziergang in Österreich am Telefon von seiner Beförderung zum Finalshow-Gastgeber. Ich glaube, ich habe nur gelacht. Ich habe so Angewohnheit, dass wenn irgendwelche absurden Dinge passieren, dann tue ich mal ganz gerne erstmal lachen drüber. Aber die letzten 2 Nächte vor dem Finale habe ich äußerst schlecht geschlafen. Dafür ist er vor seinem Auftritt als Gastjuror jetzt überhaupt nicht nervös. Was ihn dieses Jahr erwartet? Was soll man denn Girls jetzt Honig ums Maul schmieren, wenn sie nicht irgendwie gehen können? Dann muss man das Kind beim Namen nennen. Das und noch viel mehr sehen Sie schon heute Abend ab 20.15 Uhr bei Germany's Next Topmodel. Natürlich hier auf Pro 7.